Hallo und herzlich willkommen zurück mit einer etwas kratzigen Stimme zu Max Payne. Jetzt wollte ich eigentlich irgendeine Nummer noch sagen, aber ja gut, Max Payne 1. Solltet ihr im Hintergrund irgendwelche Naturgeräusche hören oder Autos oder so, ich habe mal meine Balkontür aufgemacht, so ein bisschen Real Life, was ja eh schon mal totaler Blödsinn ist, aber ich lasse es einfach mal kurz rein, weil es ist warm. Und da wollen wir mal ein bisschen hier so gucken. So, bevor ich da jetzt runterspringe, speichere ich. Man weiß ja, da passieren immer schlimme Dinge. So. Hallo. Lol. Oh, ich glaube, das war eine blöde Idee, das hier zu machen. Aber macht da nichts. Mein Gott. Wir sind Max. Oh, was ist denn hier? Oh, der Boden ist kaputt. Was geht denn hier ab? Painkiller. Painkiller sind immer wichtig. Ist ja auch noch irgendwo was drin. Ja, eine Granate kann man gebrauchen, auch wenn ich die nicht so oft benutze, wie ich es vielleicht mal sollte. Life-threatening weather condition. A record-breaking killer storm. In the city's history. Vehicles stuck in snow. Heavy snowfall. Forecast shows. Severe weather is expected to continue. Out in the night, snow fell like confetti over the Devil's Parade. The storm was anything but over. Oh yeah. Und ich glaube, wir befinden uns hier tatsächlich auch schon auf dem Weg des Endes von dem guten Max. Also zumindest im ersten Teil. Oh, Hallöchen. Schade, dass ich hier nicht so ranzoomen kann. Das wäre doch mal ganz nett. Naja, dann geht's halt nicht. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen hier noch ein Schlückchen trinken. Ja, oder auch nicht, Max, ist okay. Speichern und stürmen dann einfach durch die Tür. Hallo. Oh, guck mal, da unten sind welche. Wissen die schon, dass ich hier bin? Bestimmt. Ich töte sie einfach mal, ne? Na gut, oder ich töte sie noch nicht, weil irgendwie wollen die nicht getötet werden. Das finde ich jetzt nicht so nett von denen. Die haben mich ge... Die haben mich getroffen? Wie das denn? Alles klar, ich sehe, wohin das führt. Verdammt, ich habe vergessen, wie suche ich denn nochmal auf der... So, BAM! Und warte... BAM! Oh yeah! Bitches! So läuft der Hase. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich hier zoomen kann. Die Tür sieht mir nicht durchgang... Ja, ihr wisst schon, da kann man nicht durch. So. Muss man mal schauen. Hier ist... Oh, hier kann ich rein... Lol. What the fuck? Boah, der Pisser hat sich in dem Container versteckt. Menschenhandel! Und dann erschießt er mich noch. Fuck you, bitch, ey. Ohne Scheiß. Max Payne ist ein sehr aggressiv machendes Spiel, muss ich sagen. So, du bist tot. Ja? Verdammt, das ist doof. Hallo, hallo. Er kommt hoch. Ha! Bam, voll die Arschbacken zusammengeschossen. Oder aus Nanny, je nachdem, wie man das so sehen möchte. Okay, pass auf, der ist in dem Container drin. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich werde hier, genau hier, jetzt speichern. Und... Arschkeks. Das war... Ja? So nicht. Du kannst auch gerne rauskommen. Ich weiß eh, dass du da drin bist, du kleiner Pisser. Okay, wir versuchen jetzt mal hier... Na? Trick 44 heißt jetzt dieses Manöver. Und es scheint, der kommt da bestimmt gleich raus. So, jetzt darfst du gerne kommen. So, mein Freund. Bam, 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 bam. Da ist er tot. Das war Trick 44. Den könnt ihr gerne auch benutzen. Ne? Kein Thema. So. Okay, wir laden hier mal kurz nach. Ich gehe mal hier durch. Hier dürfte ja nichts drin sein. Vielleicht ein paar Päckchen. Jawohl. Warum sind da eigentlich jetzt immer nur noch drei drin? Nicht mal lol, 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 lol. Max, warum hast du nicht geschossen? Nein! Ah, fuck you! Warum habe ich nicht Tab gedrückt für die Painkiller? Ich hab's vergessen. Verdammt. Und wo kam der Typ her?
Unglaublich, diese kleinen Strichers. Ne? Diese Strichasse. So, das Ding machen wir mal down hier. Jetzt hier lang. In pursuit of the intruder. So, down ist der Marfagel. Okay, wir holen uns erstmal natürlich das wieder. Ich würde jetzt hier mal speichern. Eigentlich will ich raus, nicht gegen die Wand laufen. Herr Payne. Intruder Alert. Intruder Alert. So, nix da. Ja. Arsch, Junge. So, erstmal Painkiller schlucken. Ah, ich liebe Painkiller. So, speichern. Und dann, ja, muss ich mal noch nachladen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Aha. Aha. Die Tür auf. Also kann ich die anderen wahrscheinlich nicht öffnen, weil da ist zu. So, bam, bam, bam. Was seid ihr für eine komische Spezialeinheit? Ja. Wir sind der M to the A to the X Pain. Tja. Ist ja wohl lächerlichst. Ich speichere mal lieber. Aha. Ha. So nicht, meine Freunde. Auf so ein Stümper. Ha! Hu! Hi! Ha! Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich habe die Granate gesehen, aber bin irgendwie nicht schnell genug weggekommen. Shit, ey. Hallo? Keiner da. Fuck, und hier gibt's nicht mal irgend... Ach, Mann, ey. So ein Käse immer. What the fuck? Okay, das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden. Denn das ist irgendwie blöd. Das ist richtig blöd gerade. So. Ich krieg den. Aber jetzt müsste ich einen Down kriegen eigentlich. Oh, nein! Der hat eine Granate geschmissen, der Pisser! Die alte Hure. Das ist ja unglaublich mit ihm. Nur mal, der ist down. Was ist das? Was ist das? Der hat mich jetzt bitte erschossen. Der Typ kann es ja schlecht gewesen, der war viel zu weit weg. Und der hat noch nicht mal geschossen. Das ist ja unglaublich. Also. Immer diese Killerspiel. Nein. Oh oh. Oh oh. Ganz doof. 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 So. Läuft. Beide getötet, bevor es zu einer granatitösen Tat kommen konnte. Sollen wir mal aufhören. What the fuck? Alter. Die kleine Hure. Hab mich ein bisschen erschrocken. Denn ich rechnete nicht damit, ja? Moment. Ich werde jetzt hier jeden dritten Meter speichern, weil... Da höre ich irgendwas Geballer-mäßiges. Hallo, Pain, Kill, Leer. Tip, tip, tip. Ja, Pain, gute Idee. Genau das ist mein Plan gewesen. Ich wollte nicht darauf schießen und die damit... Ach nö, ja ist klar. Die überleben das, natürlich überleben die das. Weil das sind nämlich alles, ja, Überleber halt. Spaß, diese Jungs. Unglaublich, ey. Also ich gehe jetzt erstmal kurz hier hoch. Hallo? Painkiller. Dupdidui, dupdidai, dupdidu, blididu. Was? Was? Wer wo? Nichts. Der Max Payne bildete sich diese Dinge nur ein. Aber wieso sollte er das tun, fragte ich mich. Und bekam keine Antwort. So, was haben wir hier? Aha.
That's really interesting. Ich habe hier etwas, was mir überhaupt nichts bringt, außer hier so ein bisschen wunderschön texturierte Lava. Das ist ja ein Ding. Na gut, dann gehen wir hier wieder durch. Ich denke, die sind tot, alle. Ah. Toll, hier ist überhaupt nichts drin. Ist ja Hammer. Außer Pumpaktion, Schrottflinte. So, dann wieder speichern. Hier sind bestimmt irgendwo Gegner, komm schon. Granate. Und ein brennendes Fass, alles. Komm schon, Max. Warte mal. Moment. Das lasse ich so natürlich nicht auf mir sitzen. Fuck you, du Arschbratze. Pass mal auf, jetzt geht's aber los hier. Bam! Hahaha, mein Freund, ich brauche gar keine Bullet Time für dich. Oh, weg hier. Nein! Oh, Junge! Das gibt's doch einfach nicht! Manu! Die sind alle voll gemein zu mir! So, komm, lauf! Bam! Oh. Doch, der war aber richtig. Hat richtig gesessen. Nimm mal eine andere Waffe. Du wolltest. Hat er? Oh, er hat. Hat er? Oder hat er nicht? Ich glaube, er hat nicht. Und jetzt. Nee, er hat nicht. Sehr gut. Sind hier noch mehr Gegnerze? Möchte gern. Warte mal. So, das Ding schon mal eliminieren als mögliche Gefahrenquelle. Man muss ja ein bisschen vordenken hier bei dem guten Max, ne? Ja. Genau. Haben wir das eh nicht vor. Was? Dein Ernst? Ich soll da jetzt. Okay. Nein, ich soll es anscheinend nicht. Okay. Wie komme ich denn jetzt rüber? Hallo. Herr Schmerz. Kann ich hier vielleicht rüberlaufen? Aha, hier sind Gegner. Ja, genau. Ich frage mich, wo kommt er her? Alle tot gewesen, auf einmal ist da wieder einer. Das ist sehr, sehr seltsam. Aber bei Max Payne ist nichts unmöglich. So, dann gehen wir eben hier oben rauf. Hier sind bestimmt noch mehr Gegner. Hallo. Okay, ich habe jetzt gar keinen gesehen. Ich fühle mich einfach mal sicher und werde wahrscheinlich gleich erschossen, aber das macht ja überhaupt nichts. Na? Oh. Ist einfach nur ein Gang, da kommt bestimmt gleich einer um die Ecke gesprungen. Ja, ich hab's doch gesagt. Erstmal 30.000 Kugeln daneben setzen. Du Arsch, weg hier, Max, weg. Boah, die hat mich zum Glück, hat die mich nicht getroffen, ohne Scheiß. Okay, der hat eine Granate geschmissen, der Pisser. Genau, die hat mich getroffen. Dein Ernst? Unglaublich, ey. Lol. So. Man kann ja auch mal 2, 3 Kugeln daneben setzen. Das ist ja nicht schlimm, aber ich meine, naja. Ich neige nämlich auch dazu zu schießen, bevor ich da beim Gegner bin. Liegt aber auch an der Maus, muss ich gestehen. Warum? Warum es an der Maus liegt, habe ich ja schon mal erklärt. In GTA und in hier und in Max. Weil meine eigentliche Spielmaus kaputt ist und momentan kein No Money for New. Ich will die Waffe haben, verdammt. Achso. Deswegen doof, ne? Deswegen spiele ich mit meiner alten Funkmaus und naja. Läuft. Mehr oder weniger. Es muss ja irgendwie. Ha! Da kommt doch bestimmt gleich einer wieder vorbeigerannt. Ich kenne sie doch, die alten Spastis. Can you believe it? Ja! Oh. Ich habe irgendwie gar keinen getötet. Das ist irgendwie ungeil, muss ich sagen. Boah, wie gut ich bin, ohne Scheiß. Also, ich glaube, bei DC hat man ungefähr das so ein ähnliches Zielverhalten. Boah, ich wäre da ein richtiger Pro drin, wie man sieht. Also, hallo.
Ne? Irgendwann wird das eventuell auch nochmal kommen. Eines Tages. Ein Funkgerät. Warum ist hier Munition? Was ist das denn hier? Warum gibt es hier denn keine... Hallo. Ich möchte eine Kokel. Ich möchte gerne Coke. Dankeschön. Warum habe ich hier keine Pre-Killer? Unglaublich. Perimeter breached. The facility has been compromised. Repeat, the Deep Six has been compromised. Initiate Operation Dead Eyes. The walkie-talkie military lingo could mean only one thing. They were getting ready to destroy the evidence and vanish into the night. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Echt? Ha! Die war... Nein, da ist sie nicht. Dann meint er wohl hinter dieser Tür. Ich bin gespannt. Kapitel 2. Verborgene Wahrheit. Aha. Alles klar. Oh, what the fuck, Junge? Lol, warum habe ich ihn bitte nicht getroffen? Oh, du Arsch. Pisser, ey. Arschpisser, was ist Arschpisser eigentlich für ein Wort? The folder on the table told a grim tale. Ja, ja, ich guck gleich. Keep cool, Max, keep cool. Ich muss ja erstmal hier ein bisschen die Spinte. Und. Meine wahre Liebe, Painkiller. Jetzt können wir meinetwegen speichern. Und dann können wir gucken, Max. The mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 and D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway. Es hört sich alles auch sehr nach Ende an, muss ich gerade sagen. Also, ne, Geheimnisse und Lüften, man konnte sie hören. Also entweder hört sich das nach Ende an oder nach totaler Verrücktheit. Oh, stirb. Du böser Mensch. Moment. Oh. Ja. Das war jetzt nicht so ganz das, was ich eigentlich wollte. Naja, kein Problem. Wir können ja hier einfach wahrscheinlich. Ha! Hallo. Oh. Nein. What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, hier ist alles am explodieren. Toll. Ja, so kann man halt die Painkiller natürlich auch wieder so... Ja, wie mache ich das jetzt? Ich werde einfach mal kurz eine Handgranate nutzen und versuchen, da... Ja, genau. Ups, das war jetzt... halb gewollt, behaupte ich mal. Zumindest ist ja alles kaputt gegangen. Genau so war es geplant. Extremst gut. Aber auch extremst gut geworfen, diese Granate, muss man einfach mal so sagen. Ja, genau, jetzt ist hier schon wieder ein neuer. Hotata! Ah, kommt er jetzt hier rein? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich warte! Der ist auch down. Sehr schön, sehr schön. Ich brauche, glaube ich, wieder die Grenade. Und muss mal den absoluten Wurfskill beweisen. Zack, ich gehe mal lieber hier so einen halben Meter weg. Das sollte dann aber auch reichen. Okay. Ah, na, das ist ja... Ha, fantastisch. Ich habe irgendwie Angst, da durchzugehen. So, der ist down. Ich möchte nicht weiter. Wir beenden dieses Let's Play an dieser Stelle, weil das ist mir hier viel zu gefährlich. Oh, guckt euch das an, was ich hier einfach so mache. Mal alles kaputt. Alles kaputt. So, auf jeden Fall habe ich Painkiller genommen. Zack. Ich speichere mal, bevor hier irgendwas passiert.
So. LOL. Na, zum Glück habe ich mir das Spektakel nicht von nahem angeschaut. Naja. Ja, ja, schon klar. Da hat der natürlich von da überlebt. Ja, nee, passt schon. Wo soll ich jetzt eigentlich hin? Was soll ich hier tun? Soll ich da runterspringen oder wie? Oder soll ich hier drüber hüppen? Das kann ich auch tun. Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt hin soll. Okay, da vermute ich gerade nicht rein. Ich denke tatsächlich hier runter. Ich werde hier einfach mal speichern, aber ich vermute, das wird schon der richtige Weg. Okay, das ist vermutlich nicht der richtige Weg. Denn wir sind gestorben. Okay, Moment. Kann man vielleicht hier irgendwas an dem Ding machen? Nö, kann man nicht. Warum stirbt der denn, wenn man hier runterfällt? Das ist ja total unrealistisch hier. Also, pff. Warte. So, puff, sag ich mal dazu. Puff, puff, puff. Ja gut, aber ich will mal ganz kurz hier gucken. Ha, scha, 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 scha. Wie, was, wo und warum vor allem. Ah, ich habe etwas entdeckt. Ich vermute mal... Ja. Ja, also ich vermute einfach, wenn ich dann natürlich... Also wenn ich daneben springe, ja? Dann, ihr müsst das so sehen, dann stirbt man. Ich wollte das nur mal kurz so demonstrieren. So stirbt man aber nicht. Und so auch nicht. Ich bin unten. Ne? Also ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Das funktioniert da sowieso nicht. Also ich habe ja gerade eh gespeichert, aber ich mach's nochmal. Okay, ich bin gespannt, das wird niemals funktionieren. Ich bin ja eh gleich direkt und sofort. Achso, man kann ja wieder. Ah, okay. Max, bitte mach mal was jetzt. Das ist nicht in Ordnung. Ich glaube, das war auch gerade so eher so ein Bug. Aha! Das ist ja phänomenal. Was? 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 Total unrealistisch. Ich habe gerade voll da reingeschossen. Ach nee, das ist, ach stimmt. Ich hatte ja nochmal neu geladen. Korrekt. Oder? Hatte ich das? Ja, hatte ich. Stimmt. Aber trotzdem, der kommt nicht raus, wenn man da drauf schießt. Hm, finde ich sehr merkwürdig. Naja, gut. Dann haben wir dieses Rätsel auf jeden Fall schon mal gelöst. Ups! LOL. Ich wusste, dass da einer hinter ist, aber leider hat er mich getroffen. Leider Gottes. Leider Gottes. Okay. Oh. Meine wahre Liebe. Painkillers. Nicht laden, sondern speichern. Aber ich sehe gerade, dass die Zeit sowieso abgelaufen ist. Wir sind ja schon bei fast 24 Minuten. Naja gut, 23 Minuten. So plus minus ein paar Sekunden. Wahrscheinlich eher plus. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Einschalten und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Bis dahin, gehabt euch wohl, meine Damen und Herren. Moment, ich muss jetzt die richtige Tastenkombi drücken, damit ich Traps spenden kann. Auf Wiedersehen.